Hallo zusammen, hier ist wieder Hotella und hübsch wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, was wir nur als Event hier abschließen können. Und zwar sind wir da einmal unter Erweiterungsfeatures und dann Pakt Sankten. Und dort haben wir ein Achievement, das schimpft sich Zeremonienmeister. Und dafür brauchen wir einmal den Gluthof. Der Gluthof ist das Sondergebäude, was wir bei den Event hier einmal bauen können. Und das solltet ihr am besten auf der maximalen Stufe haben, also auf Stufe 5. Da braucht ihr einige Seelen und einiges an Anima für. Und wenn ihr das habt, dann können wir hier quasi in Revendrest oben im Sündensturz den Gluthof starten. Und ja, wie das Ganze jetzt genau funktioniert, will ich euch mal zeigen. Für das Achievement müssen wir 10 Ereignisse während eines einzelnen Gluthofs abschließen. Das ist meiner Meinung nach das schwierigste Achievement und auch das letzte, was mir fehlt, neben dem höfische Gunst. Aber das wollen wir gleich mit abschließen. Denn ich werde mir den richtigen Typen hier mit auswählen. Am Anfang sollte gesagt sein, dass hier eigentlich in jeder Kombination, sowohl mit den Gästen als auch theoretisch mit den Gebäuden, das abschließen können. Es können immer bis zu 10 Events kommen und dementsprechend ist das, was ich euch jetzt zeige, nur ein Vorschlag. Ihr könnt es auch mit einer anderen Kombi tatsächlich machen. Was auf jeden Fall hilfreich ist, wenn ihr hier bei dem Händler guckt, seit dem Patch 9.1 ist es, glaube ich, so, dass man sich hier diese Fläschchen schon kaufen kann für Rubine und die erhöhen eure Zeit immer um eine Minute. Die könnt ihr, ja, ihr könnt so viele kaufen, wie ihr wollt, also beziehungsweise so viele, wie ihr halt Rubine zusammenfasst. Ich habe jetzt von den Dingern 16 Stück, heißt 16 Minuten mehr Zeit. Das ist einfach sehr, sehr hilfreich. Wenn man gut ist, braucht man das nicht unbedingt, aber ja, haben, ne, und nicht brauchen ist besser als nicht haben. Kauft euch die, dann seid ihr auf jeden Fall einen Ticken schneller dran. So, was habe ich jetzt an Gäste? Ich zeige es euch mal. Ich habe hier den Seuchenfinder, Steinkopf, Rendel und Mechanikos. Das ist vollkommen egal, was ihr in Gästen habt. Es ist auf jeden Fall gut, dass ihr... Oder es wäre gut, wenn ihr einen habt, der entspannt hat. Der Rest ist egal. Bei mir ist es so, ich habe halt Steinkopf drin, weil ich den noch brauche vom Ruf. Das ist mein letzter. Und Rendel, da brauche ich dieses Ventier-Teil, was ihr gerade mit Chiefin gesehen habt. Und dementsprechend habe ich den drin. Die anderen habe ich einfach irgendwelche reingepackt. Gut ist vielleicht noch, wenn ihr sicher und oder unsicher habt. Oder ich weiß gar nicht, was das Gegenteil von dem oder die Gefahrenstufe einfach mit drin habt. Denn wenn ihr von jedem Ding einen habt, dann leuchten halt die Sachen, mit denen ihr interagieren könnt. Ne? Wenn das zum Beispiel entspannt macht, dann leuchten die entspannt Sachen. Wenn ihr nichts mit entspannt an NPCs drin habt, dann leuchten die Sachen einfach nicht. Und ihr seht es einfach besser, wenn ihr verschiedene Affixe bei den Typen habt. Die Sachen müssten trotzdem aber kommen. Gut, also das sind die Typen, die ich habe. Wie gesagt, dürften eigentlich keinen großen Einfluss haben. Dann zeige ich euch mal, was ich hier ausgewählt habe. Und zwar haben wir einmal der verschüttete Kelch. Das ist das mit dem Tanzen und den Musikinstrumenten. Dann haben wir hier bei den bei diesem Sicherheitspersonal Madraxische Armee. Das ist eigentlich relativ wurscht. Die habe ich nur ausgewählt, dass mein Typ, den ich nur hochbringen muss, quasi seinen Bonus bekommt. Hoi, jetzt hängen wir hier ein bisschen. Bin ich übrigens mit meinem Monk unterwegs, der jetzt nicht so gut gegiert ist, schlichtweg, weil der halt bei den Vent hier angeheuert hat. So, hier wird es dann wieder relativ interessant. Hier habe ich das Tobins Teekränzchen. Das ist ganz gut, wenn ihr das nehmen könnt, denn das kann man in der Vorbereitung schon auswählen und dementsprechend macht es ein bisschen einfacher, wenn man das mitnimmt, weil sich das ein oder andere in Zeit sparen kann. Und das letzte, was ich ausgewählt habe, ist hier unten einmal Erinnerung an die Sterblichkeit. Genau. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich habe das Ganze auf dem PTR, das ist auch so ein kleiner Tipp von mir. Ihr könnt euren Char auf dem PTR kopieren und dementsprechend den Gluthof genauso spielen, wie ihr auf dem Live-Server spielen wollt. Einmal üben, dann haut ihr euren wöchentlichen Try nicht raus. Wenn ihr nur noch das eine Achievement wie ich braucht, ist das vielleicht so eine Sache, die ihr als Übungsrun hernehmen könnt. So, nochmal einen Schluck trinken, bevor wir anfangen. Alles ist soweit eingestellt. Und dann würde ich sagen, eröffnen wir den Gluthof. Ihr werdet wahrscheinlich schon gesehen haben, das Video wird ein bisschen länger. Ich werde euch das ungeschnitten im Gluthof zeigen. Wenn euch das ein bisschen zu langatmig ist, dann müsst ihr ein bisschen vor... Ich denke mal, es gibt den einen oder anderen, der vielleicht den ganzen Run sehen will, wie ich das quasi dann mache. So, wir quatschen jetzt aber hier trotzdem mit dem Typen und tun den Bonusruf einmal auf... Revendrest. Das könnt ihr eigentlich fürs Achievement euch sparen, aber ja, ich will ja meine Typen auch noch hochkriegen, ne, den Steinkopf, deswegen mache ich das. So, das allererste, was wir machen, ist hier rüberlaufen
Und da hinten müssten wir ein Stühlchen haben. Und bei diesem Stühlchen setzen wir uns einfach drauf. Wir haben nämlich jetzt die Vorbereitungszeit, die knappe 3 Minuten geht. Und hier müsst ihr einfach alle Tasten einmal drücken, ne? Jetzt blende ich mal hier vielleicht den Mist aus. Den brauchen wir jetzt ja gerade nicht. Hier diese Seelen retten ist mir auch egal. So, jetzt habe ich das erste einmal gedrückt. Das geht relativ lang. Drücken wir das zweite. Und das erhöht einfach unsere Entspannstufe. Dieser Stuhl gehört quasi zu diesem Tubins Tee Party dazu. Und dann kann man einfach 3 Sachen anklicken. Keine Ahnung, was das ist. Da trinkt man halt irgendwas hier oder macht irgendwas, ne? Und wenn die 3 Buttons einmal gedrückt sind, dann hat man nämlich schon das erste Ereignis durch. Ja, werdet ihr gleich sehen. Zack, erste Ereignis haben wir durch. Und das in der Vorbereitungszeit. So, jetzt gehen wir hier raus. Springen hier einmal runter. Könnt auch auf das Zwischendeck springen, dann kriegt ihr nicht so viel Fallschaden. Pullen diese ganzen Kollegen hier und versuchen die einfach jetzt mal erstmal weg zu ehen. Muss vielleicht ein bisschen aufpassen, wie gesagt, mein Char ist jetzt hier nicht der best-equippedeste tatsächlich. Komm, wir ziehen jetzt hier auch nochmal ein bisschen CDs. Aber für die Mobs reicht's eigentlich. Warum hauen wir die um? Wir wollen nämlich jetzt ein Item von denen gelootet kriegen. Und zwar die Flöte. Okay, Flöte haben wir. Dann laufen wir jetzt einmal hier nach oben. Und zwar müssen wir jetzt noch 2 Sachen besorgen. Also Flöte ist eingetütet. Jetzt haben wir hier noch ein Musikinstrument. Das ist so eine Gitarre, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann haben wir noch ein letztes. Und zwar liegt das da hinten unterm Zelt. Und das sind halt Sachen, die könnt ihr hier in der Vorbereitungszeit schon durchballern, ohne dass ihr jetzt irgendwie schon im richtigen Event seid, ne? Weil da kommen ja dann noch andere Sachen zusätzlich dazu. So, da liegt das Ding. Ich interagiere jetzt trotzdem mit ihr, weil ich brauche Legere. Das können wir noch mitnehmen. Einfach, dass mein Steinkopf sich gut fühlt. So, das geben wir nämlich jetzt hier. Können wir das nämlich hier bei den Typen abgeben. So, okay, der kriegt jetzt hier das Item. Der kriegt das andere Item. Und der kriegt das Item. Und jetzt ist es so, dass wir hier diese Käfige noch anklicken müssen. Wenn ich einen Mob hätte, der aufregend hat, ne, dann würden die leuchten. Das ist das, was ich meinte. Am besten habt ihr von jedem einen, dann seht ihr nämlich alles leuchten. Und dann ist das relativ easy. So, ich glaube mit... Ah ja, seht ihr, da haben wir das nächste Event fertig. Wir wollen es entspannt haben. Und jetzt können wir eigentlich schon das erste Bonus-Event machen. Da unten haben wir Partyzerstörer. Also die Gäste-Mission brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, jetzt geht der Gluthof los. Wenn man ganz schnell ist, dann kann man 3 Bonus-Events am Anfang mitnehmen. Also in der Vorbereitungszeit, ich habe jetzt 2 geschafft, aber das ist nicht so wild. So, ich nehme jetzt hier den Stab mit. Da, man kann natürlich auch die Insekten einfangen, ne? Ich nehme den Stab mit, weil da erhöht man Schmuddelig und ich brauche Schmuddelig tatsächlich für meine NPCs. Wenn ihr während des Gluthofs so ein bisschen vergesslich seid, das passiert ab und an, also auch mir, was ihr jetzt genau braucht, ihr könnt immer auf dieses schöne Büchlein klicken, solange ihr nicht lauft, weil wenn ihr lauft, ist es immer wieder weg, oder? Nee, doch, jetzt ist es weg. Dann kann man immer nochmal schauen, okay, was brauche ich jetzt genau, ne? Und das ein bisschen mitnehmen. So, ich muss jetzt hier so ein paar von den Insekten kaputt machen. Dieses Insekten-Event kann man halt auf 2 Wege abschließen, ne? Wenn dann man macht so wie ich, dass man diesen Britzler nimmt und britzelt die ja tot, dann wird es halt also dreckig, ne? Oder man hat das Netz, dann wird es halt sauber, ja? Aber zum Abschluss, ich weiß nicht, ob das Netz schneller geht, I don't know, aber ich brauche halt schmutzig, ne? Deswegen machen wir das jetzt so. Das ist dann auf jeden Fall schon mal das 3. Event. Da müssen wir jetzt einige von den Dingern kaputt machen. Ich weiß gar nicht, habe ich das gebindet? Ja, ich hätte das sogar, den extra Button habe ich sogar hier mit dem gebindet. Das ist nämlich bei mir auf dem 2. Account, ne? Da habe ich manche Sachen auch ein bisschen anders tatsächlich. So, wie viel haben wir denn? Ja gut, sind gleich fertig. Was man auch immer hat, ne? Was man ein bisschen bedenken muss, es kommen immer 2 Random Events. Und das sind meistens, ist das halt ein Angriff. Dann muss man halt irgendwelche Mobs töten, die quasi auf dem Gluthof angreifen. Werden wir halt auch gleich noch sehen. Und das andere ist meistens irgendein Boss, der spawnt, ne? Da muss man halt den Boss umhauen. So, jetzt muss ich mal schauen, was will der hier noch? Ach so, das ist Steinkopf, der will einfach ein bisschen Bonuszufriedenheit. Okay. Mal schauen, den Partyzerstörer habe ich fertig. Jetzt können wir mal hochlaufen. Wir können das mit den Teekannen als nächstes machen. Also 3 Events haben wir. Hier bei der Party gibt es so Teekannen, ne? Und jetzt muss ich mal gucken, sind die da? Ja, genau. Die leuchten jetzt auch nicht, weil es auch wieder aufregend, glaube ich, ist. So, ich habe die erste angeklickt, ne? Jetzt müsste man eigentlich Tee servieren, egal. Wir klicken einfach die nächste an. Müsst ihr wieder Tee servieren, ist egal. Klicken die nächste an. Und jetzt, wenn ihr hier das Wasser schon habt, klickt ihr das an.
Und zack, ist das Event fertig. Also man muss keinen einzigen Tee servieren, man muss nur alle drei Teekannen anklicken. Wusste ich ehrlich gesagt am Anfang auch nicht, ne? Bei manchen so Events, ich habe den Gluthof schon x-mal gemacht, seit einem halben Jahr. Und manche Events checke ich halt immer, oder habe ich immer noch nicht gecheckt, bis ich mir da mal so einen Guide durchgelesen habe. Weil das halt ein bisschen, also, ne, das ist so ein bisschen unintuitiv, dass man da versteht, was man genau machen muss. Weil eigentlich denkst du ja bei den Teekannen, du musst möglichst viele Gäste bedienen, wo du dann auch den Bonus bekommst, aber nein, so ist es nicht. Du musst einfach nur alle anklicken und alle Teekannen aufbrauchen. Ist halt irgendwie ein bisschen dumm. So, wir haben gerade den Koreaner hier angeklickt. Der hat nämlich eine Fackel dabei, ne? Und mit der Fackel müssen wir jetzt rumlaufen und hier, ne, diese Dinger, diese, ja, Kohlenpfannen anzünden. Ihr seht auch wieder, der Typ hat nicht geleuchtet, weil der bringt mir halt sicher, ne? Wenn ich die mache, dann bringt mir sicher hoch. Ich habe keinen, oder? Warte mal, ich habe doch eigentlich einen Typ, der sicher hat. Komisch, dass der nicht leuchtet. Eigentlich müsste der leuchten, wenn ich einen Typen habe, der sicher braucht. Aber zumindest leuchten die Kohlenpfannen, ne? Das ist halt auch manchmal das Problem, dass man da nicht so gut sieht, wo dann nochmal extra Events sind, ne? Ich glaube, der hat auf der Karte auch nicht geleuchtet, meine ich. Da muss man jetzt halt schauen, dass man alle Kohlpfannen erwischt. Ich glaube, oben ist noch eine. Oder habe ich irgendwo eine übersehen? Ah, da ist nochmal eine. Übrigens, bei diesen Kohlpfannen ist mir aufgefallen, das solltet ihr am besten dann machen, wenn keine so eine Invasion ist. Weil man schlichtweg einfach das Problem hat. Ne, ich habe eine, habe ich noch nicht. Oder? Ich habe vier Events. Da fehlt, glaube ich, noch eine Kohlpfanne. Wo habe ich jetzt eine vergessen? Die habe ich auch. Irgendwo habe ich, glaube ich, eine Kohlpfanne vergessen. Was ich sagen wollte, wenn man so eine Invasion hat und die Mobs einen angreifen, dann ist der Buff immer weg von diesen Kohlpfannen-Gedönse. Eigentlich habe ich alle, aber ich habe kein Event gekriegt. Wir alle beschreiten den Pfad. Wait, sag bitte nicht, dass das jetzt gebuggt hat. Naja gut, jetzt machen wir erstmal noch was anderes, und zwar diese Trainingsattrappen. Das ist auch noch ein Event, ne? Man muss alle Trainingsattrappen zerstören. Das wundert mich gerade. Ich glaube, das... ich glaube, das hat gebuggt. Jetzt ungünstig. Ich muss nachher nochmal gucken, vielleicht habe ich doch nochmal irgendwo einen übersehen, aber ich kriege gerade den Buff nicht nochmal. Normalerweise habe ich da auch immer eins bekommen. Naja, wir schauen jetzt einfach mal. Wird schon irgendwo klappen. Unten können wir uns dann auch nochmal ein Event besorgen. Und zwar muss ich dann so, ja, so Kellner rausschmeißen, so Verdächtige. Eigentlich müsste dann auch bald das erste Zusatzevent kommen, eine Invasion. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Aber das ist jetzt nicht gut, ne? Dass das irgendwie... Also ich habe alle Kultpfannen angeklickt, meine ich. Normalerweise kriege ich da ein Event dazu. Ich habe ja am Anfang die Flöte und das Ding abgegeben. Das hat eins gebracht. Der Stuhl eins. Die Insekten eingefangen, ne? Und die Teekannen, das waren vier. Und jetzt eigentlich mit den Pfannen müsste ich fünf haben. Also auf dem PTR, wo ich es getestet habe, hat es halt funktioniert, ne? Wisst ihr? Also ungünstig, sagen wir es mal so. Ach, unten gibt es übrigens auch noch so eine Trommel, die man aktivieren kann. Da hat man dann noch, ich glaube, Tempo ist da, wie HT geht das quasi. Das könnte man auch noch einsetzen, um die Dinge hier schneller zu zerstören. Oder halt bei der Invasion, ne? Je nachdem, was man an Schaden dabei hat. Oder man spricht diese ganzen kleinen Dudes an. Warum habe ich jetzt durch die... Eigentlich müsste ich jetzt auch ein Event durch die Zielattrappen kriegen. Oh nein, bitte sag jetzt nicht, dass das auf dem Live-Server buggt, ne? Ich habe es extra alles auf dem PTR getestet. Also eigentlich müsste ich jetzt durch die Zielattrappen ein Event abgeschlossen haben. Und durch das Laufen hier. Das hat beides auf dem PTR bei mir funktioniert. Ich habe auch keine Attrappen mehr stehen. Nee. Doch jetzt irgendwie ungünstig. Ja gut, ich hoffe, vielleicht funktioniert das ja in der Hard noch. So, was haben wir unten? Ja genau, jetzt kommt der Hüter. Dann kann ich da das mit den Kellnern machen. Und den Typen kann ich nur ansprechen, oder? Wir wollen einmal... Warte mal, bescheiden brauche ich, ne?
Nee, ist eigentlich egal. Tun wir mal auswählen. Den können wir noch mitnehmen, dass wir es ein bisschen schmutziger machen. Schmuddelig. So, und dann machen wir aber unten jetzt mal das nächste Event. Also, ich weiß nicht, warum die einen beiden nicht gezählt haben. Ich kann es euch nicht sagen. Auf dem PTR hat es bei mir geklappt, ne? Kann ich die haben, wenn ihr sterbt? Schmuddelig, so. Jetzt müssen wir noch ein paar Kellner uns besorgen. Und zwar, da haben wir schon mal einen Verdächtigen. Die müssen wir jetzt halt, je nachdem, was ihr braucht, ne, können wir sie runterschmeißen. Und hier gibt es dann noch entspannt, das können wir auch noch mitnehmen. Was ich auch nicht wusste, mit den Dingern kann man auch aufmounten, ne, also das ist relativ easy. Einfach dann hier an den Rand bringen, Zeug runterschmeißen und gut ist. Sind halt doch einige, die man da braucht. So, da haben wir den nächsten. Was mich wundert, dass noch kein Angriff war, ne? Normalerweise kommen die Angriffe relativ zeitnah. Ja gut, ich habe nur 9 Minuten, ne? Und dann ja noch, wie gesagt, meine Fläschchen, ne, die ich reinhauen kann, dann kann man das nochmal ein gutes Stück verlängern. Hier kann man auch beides mitnehmen, ne? Also wenn ihr entspannt auch braucht, ich brauche das tatsächlich, dann kann man das nur abgeben. Das bringt aber, glaube ich, kein Event. Also das ist jetzt für die Eventsachen egal. Das ist halt, wenn man hier das Zeug hochkriegt. Ihr seht, ja gut, obwohl entspannt, es sieht eigentlich relativ gut aus. Das sollte nicht das Problem sein. Ich kann mir mal hier, wenn ich gerade da bin, noch einen Damage-Buff holen, weil nachher kommt ja dann gleich erstmal der Boss und es kommt noch quasi der Angriff, ne? Da ist ein bisschen mehr Schaden schon von Vorteil. Hier noch ein paar Puffs mitnehmen. Gut. Schauen wir mal, hier oben sind da noch einige Kellner, die wir mitnehmen können. Die laufen auch so nach der Zeit alle runter. Jetzt müsste... Ah, doch, den kriege ich ins Target. Also wenn ihr dann noch verschiedene andere Sachen noch zu tun habt, dann könnt ihr auch die immer so zwischen reinholen. Das macht dann auch nichts. So. Ja, ich brauche schon noch einige. 4 Stück habe ich dann erst, wenn wir den noch runterschmeißen. Ich habe es einmal geschafft, dass ich zu weit weg bin, dann ist er verschwunden. Ne? Also man kann schon hier auch runterspringen, aber wenn ihr zu schnell unterwegs seid, zu weit dürft ihr die leider auch nicht outrangen. Noch mal einen. So, das nehmen wir auch noch mit. Ich hoffe halt jetzt wirklich, dass es klappt, ne? Das wäre jetzt arg blöd, also keine Ahnung, warum hier oben die beiden, also die haben beide bei mir auf dem PTR funktioniert mit der gleichen Kombi, ne? Das wundert mich jetzt sehr, dass das hier nicht ging. Aber vielleicht kann ich sie nachher irgendwie fertig machen, ne? Vielleicht hängt das bloß. Ich bin ja noch guter Hoffnung. Aber dann kann ich euch zumindest die ganzen anderen Events zeigen. So, wo haben wir denn noch Kellner? Da haben wir noch einen. Naja, ich schreibe schon im Stream, PTR und Lifestyle waren ja noch nie unterschiedlich. Ja, aber ich weiß nicht, also eigentlich dürfte auf dem PTR das nicht großartig anders sein. Ach, super, der Typ ist... Ja, das war jetzt zu weit, habt ihr gesehen, der kam jetzt nicht mit. Da waren wir zu weit unterwegs. Übrigens, wenn ihr manche Sachen nicht habt, die ich habe, viele Sachen sind Zusatzgegenstände. Ich habe euch ja vorher das andere Achievement gezeigt, die man sich halt dann durch diese NPCs langsam freispielen kann, wenn man die auf einem relativ hohen Ruf hat. Deswegen macht es Sinn, wenn ihr das Achievement probiert, die meisten anderen Typen schon oben zu haben und da schon relativ weit zu sein. Also wenn ihr mit dem Gluthof noch relativ neu dran seid, dann ist es wahrscheinlich ein Ticken schwieriger, das Achievement hier anzugehen. Also das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Hier ist jetzt auch noch ein anderes Event, ne? Da muss ich jetzt gleich mal gucken, was das ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Zielertrappen und beziehungsweise, ne, hier diese Fackeln nicht immer als Event zählen, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dann wären sie nicht da. Also da muss ich nachher dann echt nochmal schauen. Wie gesagt, ich hatte komplett die gleichen Gebäude und auch die gleichen Anhänger. Ein bisschen Random-Faktor hast du natürlich immer drin, ne? Ganz klar. Aber
dass die Sachen da sind und beim einen als Event sehen, beim anderen nicht, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Außer es buggt halt hier ein bisschen, ne? Das kann natürlich schon sein. Ich glaube, das Ding hatte ich auch nicht am Start, als ich das auf dem PTR versucht habe. So, wie lange haben wir noch? 5 Minuten. Das ist jetzt ungünstig. Da war ich auf dem PTR tatsächlich schnell. Und ich hatte aber immer noch keinen Angriff. Was ist denn da los? Also, das eigentlich kann es nicht sein. Normalerweise hast du den ersten Angriff relativ zügig. Was ist hier gerade nicht so gut? Naja, gut, wir haben noch unsere Fläschchen, ne? Also von dem her. So, das Event haben wir fertig. Jetzt sind wir bei 5. Was denn hier? Das scheint ein anderes random Event zu sein, das ich sonst habe. Machen wir leger. Ach, okay, das musst du nur anquatschen und dann bist du fertig. Okay, dann habe ich jetzt hier 6. Kellner-Event habe ich jetzt eigentlich auch fertig. Dann können wir jetzt als nächstes das Tanzding eigentlich machen. Also ich weiß nicht, warum immer noch nicht. Machen wir mal weg. Machen wir das Tanzding. Achso, da muss ich abmounten, ne? Sonst klappt es nicht. Ich könnte wetten, ihr habt viele dunkle Geheimnisse. Ich weiß nicht, kann ich die Flaschen schmeißen, während... Ich schmeiß jetzt mal schon mal eine... Ne, ich hau jetzt schon mal 2 oder 3 rein, ne? Springen wir mal rein. Mal gucken, ob ich alle brauche. Ah, ich habe da so eine Weak-Aura, da musst du dann nicht mehr gucken. Okay. Die Weak-Aura scheint nicht mehr zu funktionieren. Ah, okay, doch, die Weak-Aura funktioniert. Passt. Die brauchst du anscheinend bloß einmal. Dann musst du nicht auf diesen Text achten. Ich finde das hier relativ nervig tatsächlich. Hier hat mir mal einer hier gelinkt, ne, ein Viewer. Und dann ist das Event halt relativ gechillt. Seht ihr, dann zeigt er dir immer genau an, was du drücken musst. Halt für Dumme wie mich. Recht entspannt. Achso, warte mal, das haben wir nicht ready. Okay. Also der hinterste Button ist anscheinend immer der Joker, ne? Also, wenn du das andere nicht ready hast, was du eigentlich brauchst, kannst du immer das hintere drücken. Das Übernehmen, das reißt eigentlich immer alles raus. Hier kannst du halt auch relativ viel Zeit verlieren. So. Was, ob es das bei den... Nee, bei den Geistern habe ich keine Weak-Aura. Tatsächlich. Leider. Das hätte ich auch ganz gerne, aber die Geister habe ich mittlerweile schon ganz gut drauf. Meistens, wenn die, egal was die sagen, sind meistens immer gierig. Warum auch immer. Also, die sagen irgendwas komplett Banales und dann sind sie immer gierig bei den Geistern. Das ist, also hier bei diesem Geister-Auswahl-Event, darüber spreche ich gerade. So, okay. Dann sind wir hier fertig. Dann haben wir 7 Events. Aber jetzt habe ich hier ungeladene Gäste. Aber wo? Anscheinend habe ich schon 68% von ungeladene Gäste. Wo sind die denn? Also das kannst du doch... Hier sind aber... Es ist kein Angriff da. Oh boy, ich glaube mein Gluthof ist so hart verbuggt gerade. Dirty Tanker, ich grüße dich übrigens. Also ehrlich gesagt, läuft das jetzt gerade gar nicht so gut, wie ich das eigentlich haben wollte. Ach, schau mal, da draußen ist einer. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ein Ding-Angriff ist. Machen wir einfach mal sicher. Ah, hier sind die Typen. Normalerweise wird es auf der Map angezeigt. Ich habe noch keinen einzigen von denen getötet, also... Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ich weiß gar nicht, ob ich den Großen dann überhaupt noch machen muss. Schauen wir mal. Okay, das ist jetzt Event Nummer 8 gewesen. Ah, jetzt kommt der Rare, ne? Es kommt... Eure Arroganz beschmutzt dieses Reich. Der müsste auch noch bringen, dann habe ich Event Nummer 9. Tauchen wir mal nochmal 2 Fläschchen rein.
Also ich verstehe jetzt immer noch nicht, warum oben das Fackellaufen nichts gebracht hat und diese Schalen, ne? Also diese Pottiche da anzuzünden, das hat irgendwie auch nichts gebracht. Das hat mir auf dem PTR, hat mir das beides ein Event abgeschlossen. Gut, da hatte ich nicht dieses eine untere Event, ne? Oft kriegst du von dem übrigens oder von den Rares, die kommen, ein Item, das müsst ihr einsetzen oder bei Renatal abgeben, ne, oder bei irgendeinem anderen Typen abgeben. Das ist dann noch ganz wichtig. Sonst tut ihr das Ereignis nicht abschließen. Gut, ich bin jetzt bei 9 Ereignissen. Also den Rare hatten wir und den Kill-Event hatten wir auch. Komisch, dass ich die irgendwie hier nirgends gesehen habe, schon bei 70% war, obwohl ich keinen getötet habe. Und dann dementsprechend nur noch ein paar Mobs machen musste. Das war jetzt eigentlich ganz gut, tatsächlich. Jetzt schauen wir mal, unten wird noch was angezeigt. Alle Waren und Dienste erhältlich. Ihr habt ein das zählt auch als Event? Okay, wahrscheinlich haben die oberen beiden nicht gezählt, weil ich einfach andere hatte. Anscheinend habe ich jetzt gerade sowohl fürs Kellen herausschmeißen, als auch für die anderen Kugeln zum Anklicken, ne? Also die entspannt oder ja entspannt bringen, habe ich beides als Event zum Abschließen gekriegt. Das habe ich das auf dem PTR, hat das nicht gezählt. Anscheinend sind es immer genau 10 Events, auch wenn es mehr Sachen zu tun gibt, dann zählen die anderen halt einfach nicht. Aber okay, gut, das hat jetzt tatsächlich geklappt. Wie gesagt, ihr müsst halt gucken bei den beiden oberen, ne, sowohl diese Attrappen umhauen, als auch diese Pottiche. Keine Ahnung, manchmal zählt es anscheinend als Event, manchmal nicht. Jetzt habe ich halt zusätzliche andere Events gehabt, jetzt habe ich die halt umsonst gemacht, ne. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich hätte jetzt auch noch mal einige von diesen im Fläschchen über, ne. Da könnte man dann theoretisch auch noch hergehen und die Zeit verlängern, aber eigentlich bin ich jetzt soweit gut aufgestellt. So, jetzt gucke ich mal wegen meinen Typen. Ich brauche Steinkopf, der muss gut drauf sein, der braucht nur Leger, das passt. Und dann habe ich Rendel, der muss auch gut sein. Das hat mit Schiefen nichts zu tun, das ist jetzt einfach nur für meinen persönlichen Fortschritt. Der braucht schmutzig und entspannt, also das sieht gut aus. Dann können wir eigentlich den Gluthof vorzeitig zumachen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich jetzt irgendwas verkacke. Ich muss zu Prinz Renatal. Wo ist denn der? Hier ist der Kollege nicht auf der Map. Bei Chiefen haben wir ja schon eingeheimst. Normalerweise siehst du den hier immer. Keine Ahnung, wo der hin ist. Vielleicht hat er keinen Bock mehr. Schauen wir mal. Der versteckt sich da hinten irgendwo unter einem von denen, ne? Dass ich den Gluthof jetzt nicht beenden kann. Jetzt müsste ich nämlich... Warte mal, was haben wir hier noch? Ne, den brauchen wir nicht. Na, wo bist du denn, Prinz Renatal? Naja, gut. Ich suche jetzt Prinz Renatal noch. Fürs Achievement soll es das gewesen sein. Ihr habt gesehen, ist relativ einfach. Und anscheinend ist es auch mit den Events, selbst wenn du die gleiche Aufstellung hast, immer ein bisschen unterschiedlich. Dementsprechend müsst ihr halt ein bisschen rumlaufen. Und wie gesagt, diese Fläschchen, das macht tatsächlich halt schon Sinn, dass ihr einfach, wenn es dann andere Events sind, auch wenn ihr es auf dem PTR quasi so ein bisschen geübt habt, dass ihr dann einfach da ein bisschen hin und her switchen könnt. Gut, da haben wir Prinz Renatal. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt schon... Hallo, Schlundgänger. Genau, schließt den Gluthof und bittet um Tribut. Ja, machen wir das. Stellen uns der endlosen, unbesiegbaren. So, jetzt müssten wir hier die Kisten kriegen. Und ich müsste eine Quest brauche ich nämlich. Ja, genau, da ist die Quest. Und den Ruf beim Steinkopf. Genau, wunderbar. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt müsste ich nämlich einmal den Ruf auch fertig haben. Wo haben wir es denn? Gut, seht ihr, jetzt bin ich mich bei allen ehrfürchtig. Und die Quest, die ich jetzt bekommen habe, die müsste mir das letzte Item bringen, das Ventia-Arsenal. Und dann bin ich tatsächlich auch mit allen Erfolgen aus dem Gluthof durch. Gut, ja, jetzt sind wir auf jeden Fall mit dem kleinen Achievement-Guide durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, das war jetzt auch nicht zu lang, aber ich wollte lieber mal alles zeigen, bevor dann Leute sagen, ah, ich hätte es gerne komplett gesehen und dann ich dann nur quasi so ein bisschen durchskippe. Ich verabschiede mich, hat mich voll dabei wart. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.